Also wir stehen hier am Halleschen Ufer, das ist im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin. Und hier hat der Bezirk vor kurzem eine sogenannte Pop-up-Bike-Lane eingerichtet. Die sehen wir hier im Hintergrund. Diese ganze Straße war sonst dreispurig, keine Parker auf der rechten Seite. Und der Bezirk hat es hier innerhalb von 10 Tagen geschafft, auf der gesamten Länge dieser Uferstraße eine entsprechend breite Radverkehrsanlage in Corona-Zeiten, also eine pandemieresiliente Infrastruktur hinzusetzen. Und da haben wir ein Verfahren entwickelt, das rein über eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung und halt einen Baulastträger, also in dem Fall der Bezirk im Boot, ganz schnell, wie gesagt, innerhalb von 10 Tagen Radverkehrsanlagen in Größenordnungen hier einrichten kann. Das haben wir hier und das haben wir in vielen anderen Straßen in Berlin mittlerweile auch. Jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich nochmal doppelt wichtig, weil wir verschiedene Sicherheitsrisiken haben. Einerseits das Risiko des Unfalls, das wir immer haben, aber natürlich auch das Risiko der Ansteckung, das Risiko der überfüllten Krankenhäuser bei entsprechenden Unfällen. Ja, es ist interessant, weil ich auf dem Weg hierher einfach mal aus Spaß das Navi angemacht habe und festgestellt, das Fahrradnavi jagt mich so ganz kompliziert hinten rum, weil es diese Strecke überhaupt noch nicht auf dem Schirm hat. Da ich die aber kenne, bin ich die gefahren und habe gleich gemerkt, das ist eine wirkliche Verbesserung. Es verkürzt die Wege für den Radverkehr, es macht die Wege sicherer und wir merken auch mehr und mehr, dass die Radfahrer diese Wege für sich entdecken, die sie vorher komplett vermieden haben. So, in der Corona-Zeit, da brauchen wir ja auch intelligente Lösungen, damit jetzt nicht alle Leute vom ÖPNV ins Auto steigen. Und deswegen brauchen wir solche Pop-up-Bike-Lanes, mehr Platz für Fahrradfahrer in der Stadt. Und da zeigt Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain schon mal, dass das geht, dass man das schnell und unbürokratisch umsetzen kann. Das brauchen wir auch in Bayern, solche Lösungen, mehr Platz für die Menschen, damit die Ansteckungsgefahr niedriger wird, weil wir alle auch sichere Fahrradstrecken haben. Und insgesamt wollen wir natürlich auch als Grüne, dass Fahrrad einfach Priorität hat, gerade in so einer Zeit jetzt.